Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Sofort und gleich. Und Leute, heute sind wir mal wieder am Start. Und Leute, und wir spielen heute Solo versus Squad. Das bedeutet, es wird extrem schwierig. Wir landen in Solid Springs und wir müssen jetzt absolut auf Safe spielen, weil Solo versus Squad ist nicht gerade das leichteste. Wir sind auf einem Account namens Abstauber Adoof, den habe ich mir erstellt, der ist ziemlich gut, der Name, weil Abstauber sind doof, halt ist so mein Motto und das passt dann perfekt und ja, so. So. Ich habe meinen Sound natürlich nicht laut, stimmt. So, das bedeutet, ich muss gleich mal meinen Sound ein bisschen lauter stellen. So. Ich habe zwei Revolver. Ich bin jetzt Only Revolver Mode. Das wird geil. Ganz klar. Zwei Revolver. Wir machen jetzt mal hier den Sound ein bisschen lauter. So. So. Oh mein Gott. Nur Crap. Ich habe nur Crap. So, das bedeutet, wir bleiben jetzt erstmal so von dem Equip her. Wir haben keine Pumpgun. Ich gehe jetzt nochmal hoch und guck da mal, ob wir irgendeine Pumpgun finden. Aber nein. So, jetzt gucken wir mal hier rüber. Gehen wir hier hinten raus. So, okay, perfekt. Dann können wir jetzt landen. Landen, genau. Dann können wir jetzt hier hingehen. Ich habe 6 Grenades. Handcannon ist gut. Die Handcannon brauchen wir. Die kann man gut in einem Build Battle inzwischen gebrauchen. Das ist ein Heavy AR. Die nehmen wir mal mit. So, das bedeutet, geht mal hier hin. Haben ein paar Waffen. Ich glaube, ich nehme sogar die Tactical mit. Weil gegen den Squad könnte es hier schwierig sein mit einem Pump. Eine Pump könnte das echt ziemlich problematisch werden. Eine blaue Tactical geht schon klar. Also ist jetzt nicht die beste Waffe in Solo oder so, aber halt im Squad. Sorry Leute, ich muss gerade niesen. Deswegen habe ich ganz kurz mein Mikrofon ausgemacht. Ja, okay. Revived da jemand? ...73er? Den habe ich da mal. Und sind aber noch welche. Warte mal, lag hier noch Dynamit? Ja, perfekt. So. Bolt. Bolt, bolt, bolt. Let's go. Komm schon. Ich will da keine Gegner jetzt haben, irgendwie. So, höchstens, dass ich mal auf den Squad treffe. Late Game oder so, aber jetzt gerade möchte ich erstmal ein bisschen Material farmen. Weil was soll ich ohne Material machen gegen ein komplettes Squad? Also das war jetzt kein Squad, das war ja so Einzel-Leute. Aber gegen ein Squad wird es dann echt schon schwierig, muss ich sagen. Das wird so schwierig. Ich sehe es jetzt schon, komm, das wird so schwierig. Vor allem in Season 6 wird's. Also es war ja am Anfang der Season, ging das ja sogar noch von den Squads her. Ja, waren sie jetzt fast mal stark. Aber jetzt zur Zeit ist es echt abnormal. Also was die Squads zur Zeit hier treiben, ist echt nicht gerade schön. So, ich würde sogar sagen, ich lege sogar die Heavy AR weg.
Ich glaube, da kommt die P90 dann. Dann nehme ich sogar, jetzt mal ohne Witz, einen Grenade Launcher mit. Den nehme ich normalerweise nicht mit. Ich nehme normalerweise nie einen Grenade Launcher mit. Aber jetzt nehme ich einen Grenade Launcher mal mit. So, mal können wir jetzt auch hier zu dem Haus gehen. Ach so, und by the way, ihr könnt auch mal gerne den Kanal abonnieren und dann mal auf die Glocke klicken und dann auf aktivieren. Jetzt könnt ihr noch ein Like da lassen, das würde mich auch sehr, sehr supporten. Und natürlich motivieren, etc. Und würde jetzt sagen, wir fahren uns mal eben auf die 999 Real. Und fahren uns auf die 999 Real, genau. So, ich weiß gar nicht, was ich machen soll jetzt gerade. Ich bin ein bisschen planlos gerade, was ich machen soll. 10 und 30 Leute auf der großen Map ist irgendwie ziemlich wenig. Aber wir gucken einfach mal, was wir hier so reißen können. So, und ja, ich weiß überhaupt nicht, worüber ich reden soll. Deswegen nehme ich normalerweise keine Gameplays mit Sound auf, sondern halt nur mit dem Ingame-Sound, nicht noch mit der Stimme dazu, weil normalerweise. Ich sag halt normalerweise, das ist besser. Da bin ich halt normalerweise ziemlich ruhig und ohne Facecam ist es dann noch ziemlich unnötig, muss ich sagen. Natürlich, man hat manchmal die Kommentare krass und yes oder was weiß ich, aber ist jetzt trotzdem nicht so optimal. Aber trotzdem, ich habe mich heute mal dazu entschieden, Solo vs. Squad, das muss ich einfach jetzt mit Sound aufnehmen. Das muss ich jetzt einfach machen, auf jeden Fall. Ich habe 800 Material. Jetzt fahren wir uns auf die 1000. Komm. Hinterher geht mir das Material aus und dann habe ich ein Problem. Eine P90, die könnte auf jeden Fall helfen. Die P90 kann helfen. So. Also, let's go. Jetzt sind wir bei 900 Materialien gelangt, also bei 1000 eigentlich. Und jetzt kommen wir dann auf die 1100. So, 1100 Material. Let's go. Und dann können wir auf jeden Fall damit mit 1000 Material kann man was anfangen. Übrigens, Leute, dieser Bug da unten, also ihr seht bei dem 100 Leben, Achtung, die werden noch aufgefüllt. Es waren keine 100 Leben. Und wenn ich jetzt welche nehmen möchte, Schild ist already full. Da ist so ein richtig doofer Bug. Den mag ich einfach nicht. Den möchte ich einfach mal sagen, wenn irgendwer das sehen sollte, der Bug besteht jetzt schon länger. Es leben noch 18 Leute, also insgesamt noch wahrscheinlich ungefähr 5 Squads oder 6 Squads. 6 Squads auf dieser Map. Oder 5 Squads. Ja gut, eigentlich sind es 5 Squads so. Oder 4 Squads sogar nur noch. So, jetzt gucken wir mal. Der Green Retail sollte eigentlich keiner mehr sein. Ich guck trotzdem nochmal zu versichern nach. Nö, hier sollte keiner mehr sein eigentlich. Ich sehe jetzt keinen, der baut oder sonstiges. Normalerweise die ganzen Retailer sofort. Oh Mann, das ist nur nervig, weil die Squads, die. Ich weiß gar nicht mal, wie man eine High Kill Round in Season 6 machen soll. Weil es ist so schwierig, hier überhaupt auf Leute zu treffen, weil die Leute alle Leute versuchen zurzeit so richtig reinzuschwitzen und sterben halt einfach. Die gehen auf jeden Gegner drauf und dann sterben sie halt einfach. Das ist so typisch zurzeit Season 6 in Fortnite Battle Royale. Ja. Also ihr könnt auch mal gerne in die Kommentare schreiben, welche Season findet ihr besser? Findet ihr Season 6 besser? Oder welche Season ist eure Lieblingsseason? Sagen wir es so. Also meine Lieblingsseason ist auf jeden Fall Season 2. Season 3, das sind die besten Seasons gewesen, die es überhaupt gab. Season 4 war auch noch okay, aber Season 5, da ging es dann los mit den Abstaubern und da ist dann absolut genervt. So. Season 6 ist ein bisschen sowieso nur noch Abstauber am Start. So, jetzt warten wir kurz, wir machen mal ganz dieses Flying. Man kriegt wegen jedem kleinen Aufprall übrigens. Schaden, Achtung! Nee? Jetzt mal nicht, okay, jetzt habe ich keinen Schaden bekommen. Normalerweise kriege ich dafür immer Schaden.
jetzt krieg ich gleich richtig Damage, Leute. Achtung! Achtung! Guckt es euch an! Und jetzt nochmal! Ich verstehe es nicht! Ich habe so eine gute Landung hingelegt. Das war so eine gute Landung. Und man kriegt trotzdem Schaden. Ich verstehe es einfach nicht, Leute. Ich verstehe es nicht. Wenn man eine gerade Landung hinlegt, kriegt man trotzdem Schaden. Und das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. So, hier vorne. Sind da Gegner? Nö. Also, es leben noch 14 Leute auf der ganz großen Map und ich verstehe es halt einfach nicht. Wie können nur noch so wenige Leute leben? In Season 2 haben jetzt noch mindestens 28 bis 30 gelebt. Jetzt 14. Gut. Da sieht man schon, wie krass sich die Szene entwickelt hat. Also Leute, ich bin echt kein Fan von der Season 6. Was das Ganze hier anbelangt von den Spielen, ja. Also natürlich von den Items, Cosmetics etc. ist ganz nice. Aber von den Sachen her, was hier geused wird, um in irgendeiner Weise zu gewinnen, das ist ziemlich nervig. Diese Season. Und vor allem, man trifft halt auf keine Gegner mehr. Das ist so das, was mich am meisten nervt. Ich habe ja immer ziemliche High-Kills-Rounds gemacht in Season 4 und Season 5, aber in Season 6 findest du keinen Gegner mehr. Hier, ich habe mal einen Squad gefunden. Achtung, Leute. Jetzt werde ich snipen, hoffentlich. Den Typen. Ich glaube, ich muss nur mit einem Teil drüber gehen. So. Gucken uns das Ganze mal an. Was macht der Typ? Ist der Typ auf. Der Typ sieht mich, glaube ich. Ich weiß nicht. Sieht er mich? Jetzt werde ich gleich von hinten irgendwo gesniped. Ich weiß es. Ich weiß es sowieso. Von hinten werde ich jetzt irgendwo gesniped. Hit. 105. Push auf dieses Squad. Ich habe absolut schlecht gezielt. Aber das hätte ein Headshot sein können, auf jeden Fall. Ist es überhaupt ein Squad oder ist es nur ein einziger? Weil zurzeit leben ja sowieso nur noch 10 Leute. Oh ja, es ist ein Squad. Das ist eigentlich deren Ernst. Die lassen ihre Teammates einfach so sterben. Also ist es sein Ernst. Er ist ja weggegangen. Lukas hier runter vom Berg. Guckt es euch an! Ich muss nur kurz runter vom Berg und man kriegt so viel Schaden. Na, ich sterbe bald, ey. Das ist so krass. Schaden, während ich im Auto sitze. Ja, geil. Ich glaube, hier kann man gar keinen Schaden bekommen. Wenn jetzt hier das macht. Dann ist das weg gewesen. Nee, man kann keinen Schaden bekommen. Holy crap! Das Karl ist kaputt. Warum war mir das so klar, dass das Kart kaputt geht? Oh, ein Grenade Launcher. Was steht denn da noch eine Kiste rum? Der kann ich überhaupt nicht verstehen, aber na gut. 4 Leute nur noch! Es kann doch nicht sein! Das ist nicht mal mehr ein Squad, das letzte Ding. Also das letzte Team. Das ist nicht mal ein Squad. Es müsste nur. Also entweder das ist jetzt ein Trio. Oder wir sind jetzt noch ein Duo und 2 Solos oder 4 Solos oder ein Duo und 3 Solos, 2 Solos, na gut. Meinetwegen, wenn ich jetzt diese Squad-Runde gewinne, alleine, dann wäre das ziemlich witzig, würde ich sagen. So, wir gehen mal eben hier raus und dann, gucken wir einfach mal, ob wir hier irgendwo einen Gegner finden. Das, die ist halt noch voll in der Sonne, das nervt mich. Ich will, dass das die rausfliegt aus der Sonne. So, hoffentlich jetzt in der nächsten fliegt's raus. Was ein Glück. Also jetzt sind nur noch die Lagerhallen drin. So, jetzt haben wir auch noch einen Trap. Theoretisch. So, ich weiß halt nicht, wo dieser Summit Striker hingeflogen ist oder was auch immer das war. Der Typ ist so nervig und ist einfach weggerannt. Von seinen Teammates.
Ich wäre so aggressiv gewesen, wenn jemand wie so einer einfach abgehauen wäre. Und ja, es ist kein Trio. Mein Gott, ich bin ein Larry. Okay, jetzt sind wir beide gegen die. Also, ich gegen die. Schade. Komm, wir launchen, wir launchen. Wir machen den absoluten Pressure. Der hat Full Stack Materials gehabt. Für den letzten Troll. Mal mit einem Nosecop töten oder sowas. Komm, komm doch hier, komm her. Oh mein Gott, Crap. Oh mein. Nervt er nicht. Ich troll dich jetzt absolut. Junge, du hast von der Seite jedes Mal gespammt. Nein. Böse. Böse Nosecop. Ich probiere das jetzt so lange, bis ich den treffe mit dem Nosecop, ne? Stimmt der jetzt auch? Ne? Oh, hi. Ein Nosecop. Achtung, jetzt kommt der No-Skin. Jetzt kommt der No-Scope. Achtung. 3, 2, 1. Schade. Nein. Komm, geh weg. 3, 2, 1. Oh mein Gott. Komm, wir trappen ihn jetzt gleich. Wir trappen ihn jetzt einfach. Oh Gott. Komm schon. Nein. Yes. Ja! Ja! So viel Quatsch machen mit einem Typen und ihn zum Schluss töten mit der Trap. Ja, Leute. Ich würde sagen, wenn euch das heutige Video gefallen hat, würde ich mich sehr bei Like und Abo freuen. Bis dann rein und tschüss!